Moment, aber wenn ich das hier richtig sehe. Eisbachpass, Ebene von Urkuk. Mascarell. Aber das ist ja unser Levelgebiet. Also ich meine, die sind ja auf unserem Level. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier zu niedrig sind. Also kann das hier so falsch nicht sein. Weil ich habe gerade irgendwie das Gefühl, als ob wir später hier noch hinkämen. Egal, machen wir jetzt einfach. Wenn wir hier später noch hinkommen, kommen wir später hier nochmal hin. Stirb! Tod. Trank des Mentors mitnehmen. Und zwar trinken jetzt auch. Ja? Lauf! Ja! Mörderische Ratte! Mörderische Ratte. Da seht ihr übrigens auch, ich schieße noch zwei Pfeile. Oh ja, das tue ich. Oh, verdammt. Aber Wim, der Waldläufer, darf noch nicht sterben. Kann ich dem Heiltrank zuschieben? Ja, kann ich. Geil. Da, den Magier muss ich ansprechen und da muss ich die alle töten. Und? Was haben wir denn da? Noch ein Kopfgeldjäger? Und ich dachte, dass das, was Guduk dieser lästigen Tellerie angetan hat, sie abgeschreckt hätte. Also gut, ich werde aus euren Eingeweiden lesen. Bagrat wird eure Leber essen, während ihr noch zuckt. Holman wird euch in Stücke schneiden und fragt erst gar nicht nach den Gelüsten meines treuen Guduk. Meine Jünger, tötet dieses hässliche Ding. Ja! Ich glaube, ihr habt echt nicht so die dicken Chancen, oder? Das und ich das! Nicht. Ich werde jetzt erstmal meine Kombo. Ja! Ja? Ich habe jetzt doch einen Schuss. Oh. Hat nicht ganz genug gedauert mit dem Trank. Vernichtet. Ich alles eingesammelt jetzt eigentlich auch. Und braucht man nicht. Ist eigentlich gut für Dunkelelfen, aber welcher Dunkelelf kämpft bitte mit einem Schild? Ist hier Quatsch. Das Dunkelelf muss nur zwei Jahren kämpfen. Das ist ja alles andere für Bullshit. So. Was ist das hier für Widerstand plus 8? Aber da habe ich ja den auch, den ultra krassen. Ja, kann man nichts machen. Kann man schon, aber ist ja alles schon gut. So. Geschick. Und? Den will ich eigentlich nicht für opfern. Den da. Verrückt. Jetzt sind wir schon wieder weiter. Ich könnte jetzt erstmal zurückgehen, aber ich glaube, ich mache hier dann da die da noch erst. Dann kann ich auch abhauen und die Hauptquest weitermachen. Juhu, juhu! Warum leuchtest du nicht mehr? Warum hast du keinen Bogen?
Warum steht auf einmal ein Bär in meinem Bild? Fragen über Fragen. Nee, oben lang, da unten ist nichts. Ups, das wollte ich nicht. Okay, dem hier einfach folgen. Es gibt kein Entrinnen! Ja, kommt drauf an. Wenn sie einfach wegrennen würden, würde ich nicht unbedingt hinterherrennen. Präziser Stab des Löwen! Nutzen wir aber rein gar nichts, wage ich zu behaupten. Ja, was? Ne, bringt mir überhaupt nichts. Höchstens könnte ich natürlich hier so ein... hier so hin tun und dann schneller laufen. Und dann beim Kämpfen wieder normal. Aber das ist mir zu lame. Völlig irrelevant. Was gibt's? Als ob die Laufgeschwindigkeit so viel ausmachen würde. Shit, ich wollte eigentlich meine Dornkugel treffen. Hat nicht ganz funktioniert. Geschärfte Schuhe des Panthers. Schuhe brauche ich absolut nicht nachgucken. Ich muss auf Orkschaman. Ach, Orkschaman, stimmt, muss hier nach unten noch hin. Moment, so geht's runter. Moment. Hier muss ich keine Orkschamanenschädel machen. Das muss dann da unten sein. Ist das Aufschneider? Ist ja auch egal. Werden wir sehen, wenn wir noch einen kriegen. Und das wird vorkommen. Dann wissen wir's. Uah. Na, sind wir gleich da? Ja, sind wir. Nicht mehr allzu lang. Oh, du süßes Hirschlein. Lass dich essen. Tiere sind fantastisch in Sacred. Ark! Moment, wenn wir hier hochgehen, finden wir da noch einen Dungeon, glaube ich. Oh Moment, ich muss gerade überlegen, gibt es da oben noch ein geiles Easter Egg? Egal, wir wollen weiterspielen. Gibt es keinen drumrum. Oh nein. You serious? Oh, ich kotze gleich. Benehmt euch. Boah, nee. Oh, scheiße. Ich habe sogar auf die Leertaste gehämmert. Aber das ging einfach zu schnell. Kacke. Ja toll, und ich bin jetzt genau zwischen den beiden Portalen. Ich renne doch jetzt nicht wieder bis da oben hoch. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Boah, Leute. Das will ich nicht. Lang lebe der König. Das war im Hintergrund, das muss man gehört haben. Wenn ich näher rangehe, hört man die wahrscheinlich lauter. Weil dann hört man auch die Fußstapfen so lauter. Habe ich das Gefühl zumindest. Das Atmen. Ich hab keinen Bock auf Gesellschaft. Das ist natürlich, oh Mann, das sieht cool aus. Hier habe ich ja eh nichts zu befürchten. Oh. Oh nee, Leute, ey. Nee, Mann. Ich möchte mich entschuldigen für den Tod. Bei euch und bei mir. Und ich habe jetzt echt hart keinen Bock, da wieder hinzulaufen, weiterzuspielen. Das machen wir dann also beim nächsten Mal. Vielleicht ist die Folge jetzt ein bisschen kürzer.
bitte das zu verzeihen. Es liegt an meiner Unfähigkeit. Flamet mich zur Not. Ja. Damit beende ich jetzt diese Aufnahme. Oh, jetzt mach doch mal die Musik leiser. Ja, wird nicht, dann rede ich einfach lauter. Ich beende jetzt hiermit die Aufnahme, weil ich keinen Bock mehr habe. Aber wünsche euch trotzdem noch einen wundervollen Tag. Und hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Secret. Dann mit einem motivierteren Luca als jetzt. Bis dann.